I am the Jochen und das ist der Frühsport für Dienstag, den 28. Mai 2024. Schönen guten Morgen. Fieber geht runter. Vielen Dank für die Genesungswünsche, die mich da erreicht haben. Ich denke mal, morgen dürfte ich wieder auf dem Damm sein. Und heute reicht es aber zumindest für den Frühsport, zumindest für eine einigermaßen normale Ausgabe, hoffe ich. Wir gucken mal, was ich euch so anbieten kann. Zunächst gibt es von gestern noch ein bisschen was nachzutragen, zum Beispiel Eishockey-Weltmeisterschaft. Wir haben einen Eishockey-Weltmeister und der heißt Tschechien. In der heimischen Halle in Prag tobte dann hinterher richtig der Bär und die Wände haben gewackelt. 2-0 gegen die Schweiz haben sie gewonnen und damit also herzlichen Glückwunsch an die Tschechen zum Titelgewinn. Dann gab es noch einen Titelgewinn und zwar in der Basketball-Euroleague. Das war Panathinaikos Athen. Die haben gewonnen, was habe ich gesagt? Panathinaikos. Ich habe ein paar Vokale, glaube ich, verdreht. Die haben gewonnen gegen Real Madrid im Finale. Dritter Platz für Olympiakos. Die haben gegen Fenerbahce sich durchgesetzt. Also auch hier an alle beteiligten Teams Glückwünsche. Und dann gibt es natürlich ganz aktuell Glückwünsche in Sachen Fußball rauszugeben und zwar an den VfL Bochum. Der hat es tatsächlich geschafft, im Rückspiel der Relegation in Düsseldorf 3-0 zu gewinnen und das Elfmeterschießen, was dann folgte, für sich zu entscheiden. Damit bleibt Bochum in der Bundesliga. Die Düsseldorfer müssen ihren Aufstiegstraum auf nächste Saison weiter verschieben. Ich habe gestern noch gesagt, es sind so Bielefeld-Erinnerungen, die da hochkommen. Und die hatte ich gestern auch während des ganzen Spiels. Alle, die damals dabei waren in Bielefeld und diese Vibes wieder gespürt haben, die so ein Relegationsrückspiel doch mit sich bringen kann, wissen, glaube ich, wovon ich hier rede. Heute Abend gibt es dann gleich die nächste Chance auf ein spannendes Relegationsspiel. Mal gucken. Da ist zumindest vom Hinspiel her schon alles angerichtet, dass es auch wirklich spannend ist. Denn es ist unentschieden ausgegangen, 2:2 im Hinspiel. Und heute Abend ab 20.30 Uhr heißt es dann Wien Wiesbaden gegen Regensburg. Es ist alles offen. Wer gewinnt, wird in der zweiten Liga spielen, der Verlierer in der dritten Liga. Darum geht's. Das also heute Abend ab 20.30 Uhr live zu sehen bei Sky und auch bei Sat1, bei RAN.de und bei Join, glaube ich, auch und so. Also überall eigentlich dieses Spiel heute. Das ist dann auch wirklich das letzte Spiel im deutschen Profifußball für diese Saison. Wir haben dann zwar noch die Playoffs zur dritten Liga, aber das sind ja Regionalligisten, die sind keine Profivereine. Und wir haben noch das Champions-League-Finale. Das ist aber auch kein deutsches Spiel mehr. Also man kann sich, Conference-League-Finale gibt es auch noch. Also es gibt schon ein bisschen Fußball die Woche. Aber die Ligen sind dann erstmal durch. Apropos, da ist noch ein Nachtrag fällig aus den europäischen Top-Ligen. Und zwar ist in England, habe ich gesagt, Southampton ist aufgestiegen. In Italien ist noch eine Entscheidung gefallen. Atalanta Bergamo hat sie im letzten Spieltag dort noch auf mindestens Platz 4 hochgespielt. Jetzt haben die noch ein Nachholspiel gegen Florenz. Das ist eigentlich schon alles vorbei. Ja, der letzte Spieltag ist durch, aber Bergamo und Florenz müssen noch mal ran nächsten Samstag oder Sonntag, glaube ich, am Wochenende und müssen noch dieses Spiel nachholen. Die haben keine Zeit dafür gefunden, weil Atalanta kam ja in der Europa League ins Finale und Florenz in der Conference League und deswegen waren die unter der Woche Termine eigentlich immer blockiert. Und jetzt müssen sie nach dem letzten Spieltag nochmal ein Spiel austragen. Völlig bescheuert. Geht für Atalanta noch um Platz 3. Wenn sie gewinnen, sind sie noch Dritter vor Juventus. Ansonsten bleiben sie halt Vierter. Aber sie sind eben vor Bologna gelandet. Und das heißt aber auch, dass sie als Europa-League-Sieger sowieso schon dann jetzt für die Champions League qualifiziert sind aus den Top 4. Und das bedeutet auch, dass Bologna als Fünfter den extra Champions League-Platz aus der Einjahreswertung bekommt. Und das heißt auch für die AS Roma auf Platz 6, dass sie nicht Champions League spielen dürfen. Das war ja dieses Konstrukt, wie auch in der Bundesliga noch möglich ist, dass wenn der Europapokalsieger nur Fünfter wird, dass dann der Sechste auch noch Champions League spielen darf. Das ist für Rom jetzt nicht der Fall. Das ist geplatzt. Das heißt, Atalanta und Bologna spielen Champions League mit Juve, Milan und Inter und Roma und Lazio spielen in der Europa League. Und Florenz in der Conference League, das stand sowieso schon fest. So. Dann gibt es noch ein paar Auf- und Abstiegsgeschichten, die ich erzählen möchte. Und zwar habe ich schon, machen wir mal komplett den Stand. England ist fertig. Luton, Burnley, Sheffield sind abgestiegen. Leicester, Ipswich und Southampton sind aufgestiegen. In Italien sind jetzt sicher abgestiegen Frosinone. Die sind als letzte Absteiger noch dazugekommen, sowie Sassuolo und Salernitana. Aufgestiegen sind Parma und Como. Und da gibt es jetzt am Wochenende noch die Entscheidung zwischen Venedig und Cremonese um den dritten Aufsteiger. In Spanien kannten wir die Absteiger schon, Cadiz, Almeria und Granada, da fehlten uns noch die Aufsteiger. Einen haben wir jetzt, Valladolid ist aufgestiegen, die anderen zwei werden sich noch finden. Eine am letzten Spieltag der Saison zwischen Leganés und Eibar wird sich das noch entscheiden und dann gibt es noch eine Playoff-Runde um den dritten Aufsteiger. Das wird noch eine Weile dauern. Und in Frankreich sind Lorient und Clermont abgestiegen, Auxerre und Angers sind aufgestiegen und hier gibt es noch ein finales Relegationsduell zwischen Metz und Saint-Étienne, das habe ich glaube schon mal gesagt. Aber das wird auch noch dort über die Bühne gehen müssen. So, das war das. Und dann kommen wir zum Tennis. French Open. Rafael Nadal,
French Open Karriere ist wohl vorüber. Er hat verloren gegen Alexander Zverev gestern in 3 Sätzen und hat dann hinterher gesagt, wahrscheinlich war das mein letztes Spiel. Man möchte das vielleicht nicht so final aussprechen, weiß ich nicht. Er will die Saison ja noch zu Ende spielen, dann mal gucken. Ich glaube, das war sein letztes Spiel. Zverev übrigens erst der 3. Spieler, der Nadal in Roland Garros schlägt, nach Robin Söderling und Novak Djokovic. Das ist auch schon mal was. Aber er war nicht mehr ganz auf der Höhe seines Schaffens. Das muss man auch sagen, er wird im Sommer zu Olympia oder will, muss man immer sagen, kommt da ein bisschen auf den Körper drauf an, er will im Sommer wieder zurückkehren zu Olympia. Mal sehen, ob er da vielleicht dann noch einen glorreichen Abschied feiern kann. Ansonsten aus deutscher Sicht noch ein bisschen nachzutragen, Daniel Altmaier ist weitergekommen gegen Djere, das war noch offen gestern. Jule Niemeyer dagegen ausgeschieden gegen Wang. Dann gab es heute noch Spiele. Henry Squire. Inzwischen weiß ich, dass der Mann Squire ausgesprochen wird, weil sein Vater Australier ist. Ich habe doch gesagt, wenn er ins Hauptfeld kommt, dann lerne ich das irgendwo. Und dort habe ich es gelernt. Wildes Spiel, 5 Sätze gegen den Australier Purcell. Ich glaube, 6 Matchbälle hat er abgewehrt und den 3. hat er dann selbst verwandelt. Also das war wirklich wild. 12-10 im Tiebreak des 5. Satzes für Henry Squire, der damit auch in der 2. Runde steht, ebenso wie Zverev, den hatten wir gerade schon. Hanfmann ist raus gegen Cerundolo. Köpfer gegen Medvedev, muss man sagen, wie erwartet, auch ausgeschieden. Das ist aus deutscher Sicht passiert. Dann gucken wir noch auf die anderen Topstars, die noch gespielt haben. Rublev ist in der 2. Runde, Hurkacz auch, Alcaraz ebenso. Wawrinka hat gegen Andy Murray sich durchgesetzt. Sinner ist eine Runde weiter. Und bei den Damen Vondrousova weiter, Jabeur weiter, Swiatek problemlos weiter, Goff weiter und Maria Sakkari. Nicht das erste Mal, dass sie in der 1. Runde bei einem Grand Slam ausscheidet. Gegen Gracheva hat es dann nicht gereicht. Und damit also das Aus auch für Sakkari, schon sehr, sehr früh hier im Turnier. Heute geht es weiter ab 11 Uhr auf den Eurosport-Kanälen. Ihr kennt das Spielchen ja. Zum Beispiel geht es gleich los mit Tamara Korpac. Die eröffnet um 11 gegen die US-Amerikanerin Ashlyn Kruger. Aus deutscher Sicht dann auch noch interessant, dass dann im Anschluss so gegen 13 Uhr Angelique Kerber in die 1. Runde einsteigen wird. In die 1. Runde einsteigen, man steigt immer in die 1. Runde ein. Sie spielt gegen Arantxa Rus aus den Niederlanden. Mal gespannt, ob sie da ihre gute Form der letzten Wochen wieder zeigen kann. Und dann haben wir noch Jan-Lennard Struff, der spielt gegen den Argentinier Bodo Chaga, nicht zu verwechseln mit dem Fußballspieler von der WM 86. Das hier ist Roman Andres Bodo Chaga, aber es ist meines Wissens der, ist das der Sohn nicht? Ja genau, es ist nämlich der Sohn von Jorge Bodo Chaga, richtig, da habe ich es gerade nochmal nachgelesen. Also hier als Tennisspieler jetzt einen großen Namen sich machen will. Mal sehen, was draus wird. Das soll so gegen 14:30, 15 Uhr über die Bühne gehen. Ansonsten heute von den großen Kasper Ruud im Einsatz. Dann haben wir Rybakina ist mit dabei, Sabalenka und in der Abendsession ab 7:45 Novak Djokovic. Der trifft auf Lokalmatador Pierre-Hugues Herbert und sollte da eigentlich keine Probleme haben. Und im Doppel geht es auch weiter. Franzen Gebens aus deutscher Sicht auch am Nachmittag hier zu Gange. Schaut gerne rein. Eurosport 1 und 2 sind für euch am Start und werden das frischer und wacher präsentieren, als ich es heute tue mit diesem Frühsport. Das kann ich, glaube ich, versprechen. So, dann habe ich noch im Angebot Aktuelles aus den US-Profiligen. Die Dallas Mavericks jetzt 3:0 vorne gegen die Minnesota Timberwolves. Das ist unglaublich, was die da abreißen, die Mavs. Und in der NHL New York Rangers 2:1 jetzt vorne gegen die Florida Panthers. Weiter geht's in dieser Nacht jetzt auf Dienstag mit dem nächsten Spiel zwischen Edmonton Oilers und den Dallas Stars sowie zwischen Indiana Pacers und den Boston Celtics. Da könnte die Entscheidung ja schon fallen für die Celtics. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch könnt ihr gucken um 2 Uhr das nächste Spiel zwischen Florida Panthers und New York Rangers, 2 Uhr auf Sky. Und in der NBA geht's dann weiter mit Dallas Mavericks gegen Minnesota Timberwolves. Vielleicht schon das letzte Spiel, 2.30 Uhr ist das dann angesetzt. Also wer Lust hat, schaue da auch gerne vorbei. Dann beginnt die Volleyball Nations League der Frauen wieder. Heute noch ohne deutsche Beteiligung. Aber wir wissen ja aus deutscher Sicht, wir müssen vor allem auf Kanada und auf die Niederlande gucken. Die sind aber am Start auch heute. Genau, die Kanadierinnen spielen heute Nacht, also Nacht auf Mittwoch jetzt gegen die USA, 2.30 Uhr. Wer also beim Basketball gucken in den Pausen noch ein bisschen überbrücken will oder beim Eishockey gucken, der kann nochmal kurz darüber schalten. Vorausgesetzt natürlich, er hat Zugriff auf Volleyball World und da hat das Pay-Abo bezahlt. In der BBL geht es heute Abend rund und zwar mit dem
ersten Halbfinalspiel zwischen Berlin und Chemnitz. Das steigt um 20.30 Uhr live zu sehen auf Dein Sports und live zu sehen auch bei Welt TV im Free TV. Wer also Lust hat auf die Basketball-Bundesliga, wird dort fündig werden. Ja, dann habe ich noch die Info, dass in der Wasserball-Bundesliga Spandau Berlin im Finale steht, hat gegen Potsdam die Serie 2:1 gewonnen. Da geht es jetzt im Finale gegen Waspo Hannover. Und dann gratulieren wir Daria Wafolomejew zu 2 Medaillen bei den Europameisterschaften der rhythmischen Sportgymnastik. Sie hat Gold gewonnen mit dem Band und Bronze im Mehrkampf. Gab sogar einen 4. Platz mit dem Ball, das leider knapp aber an der Medaille vorbeigeschrammt. Mal gucken, was bei Olympien dann drin ist für sie. Das war auf jeden Fall schon mal hier auch wieder ein sehr guter Auftritt. Und zum Abschluss möchte ich noch kurz auf die ELF kurz blicken, auf die European League of Football. Da sind die deutschen Teams ja jetzt eingestiegen. Berlin Thunder hat verloren gegen Wroclaw. Rheinfire hat gegen Köln gewonnen. Die Hamburg Sea Devils schlagen Prag und Stuttgart gewinnt gegen München. Die Frankfurt Galaxy war spielfrei in diesem ersten Wochenende. Nächste Woche geht es dann weiter. Mit dem Frühsport geht es morgen weiter. Dann wieder hoffentlich in alter Frische mit Olympia-Special an dieser Stelle, wie jeden Mittwoch. Mich würde es freuen, wenn ihr dabei wärt. Und ansonsten bleibt gesund, wenn ihr es seid. Ansonsten werdet gesund, wenn ihr es nicht seid. Und gerne, wenn ihr möchtet, diesen Kanal abonnieren. Das hilft bestimmt bei meiner Gesundung, wenn ich einen neuen Abonnenten dazu bekomme oder zwei. Ansonsten gerne Video liken. Ihr wisst ja Bescheid. Und wie gesagt, guckt, dass euch ein Junge ansteckt. Bis morgen.